Ja, willkommen hier zurück zur neuen Folge Empyreon für Dummies. In der letzten Folge hatten wir ja ein bisschen rumexperimentiert mit der Signalzuweisung. Ja, und heute wollte ich euch mal zeigen, wie man die Signale hier kombinieren kann mit Hilfe der Schalter. Das habe ich ja schon mal vorbereitet. So, allerdings geht das ohne weiteres nicht. Wir haben ja festgestellt, dass der Schalter nur dann mit einem Signal ansteuerbar ist, zum Beispiel der Generator. Den haben wir hier. Und ja, da braucht er Schaltlied. In dem Fall ist das SO-Schaltlied, aber dazu müssen wir erstmal ein bisschen in die Digitaltechnik, in die Elektronik gehen. Was ist das überhaupt? Joa! Und dazu erkläre ich euch das mal ganz kurz. Und zwar handelt es sich um ein sogenanntes Logikgatter oder auch nur Gatter genannt oder digitale Schaltkreise. Je nachdem, da gibt es verschiedene Typen. Das ist das oder, was wir hier brauchen. Auf Deutsch gesagt, du hast zwei Eingangssignale, das ist das einfachste jetzt. Da musst du entweder den Schalter drücken oder den anderen Schalter, damit dort hinten was passiert. So, dann wird in der Digitaltechnik zwischen 0 und 1 entschieden, wo die 0 für aussteht und die 1 für an. Das geht natürlich auch komplizierter noch mit irgendwelchen Spannungswerten mittlerweile, aber das so tief gehen wir mal hier rein. So, zum oder Gatter. Das ist quasi Gatter mit mehreren Eingängen und einem Ausgang, wie man sieht. In dem Falle liefert der Ausgang eine 1 bzw. ein 1-Signal. So, das brauchen wir ja in dem Falle. Und das habe ich schon mal vorbereitet, wie ihr seht. Ich habe den Schalter hier benannt, und zwar Hilfsgenerator. Leider ist denn hier die Zeichen begrenzt, deswegen müsst ihr das ein bisschen einteilen. Und dann haben wir hier im Hauptbereich, das musste ich auch umbenennen, und zwar ist das Hilfsgenerator Konsole, Cons. So, und in der Signallogik habt ihr dann hier das oder Schaltkreis. Das Ausgangssignal muss dann natürlich Hilfsgenerator heißen. Das passt nicht ganz rein, deswegen abgekürzt. Und hier müsst ihr dann im Generator, in dem Fall, wenn dann nur laufen soll, den Hilfsgenerator auswählen. Beim Schalter hier auf keinen Fall was einstellen, da geht es sonst nicht mehr. Und hier ist dann unser Konsolensignal aus dem Hauptbereich, wie ihr sehen könnt. So, und das probieren wir jetzt mal aus. Ja, wenn ich jetzt den Schalter betätige, geht der Generator. Und wie ihr seht, ist der hier aus. Das Problem ist an der Sache, dass es keine Wechselschaltung ist, sprich, dann ist das Schnurzpiepen egal, von welchem Ding hier das Signal anliegt. Ich mache das jetzt mal aus. Normalerweise, wenn es eine Wechselschaltung wäre, müsste der jetzt ja ausgehen. Aber das klappt so ohne weiteres nicht. Und wenn ich jetzt aber den Schalter hier ausmache, geht unser Generator immer noch. In dem Fall mache ich jetzt mal alles aus. Geht gar nicht mehr. Wenn ich jetzt nur den Schalter drücke, ist es wieder an. So. Dieses Beispiel mal ein Generator. Wir widmen uns mal unserer Basis, unserem Raumschiff. So, da können wir mal das anhand. Warte mal, wo habe ich denn das vorbereitet? Hier hinten, die Wand ist ein optimaler dafür. So, wir machen jetzt mal hier E-Schalterli und noch E-Schalterli hin. Wir wollen dann fürs große Raumschiff mal den Schildgenerator steuern. Dann brauchen wir mal den. Den flansche ich jetzt mal hier hinten hin. Das machen wir mal anhand der beiden Schalter. So, wir nehmen mal noch ein Display. Nehmen wir mal das lange. Das nennen wir mal das jetzt nicht umbinden? Das ging doch vor uns. Kann ich denn das jetzt nicht umbenennen? Das habe ich doch. Ich konnte doch das vor uns umbenennen. Das ist ja doch blöd.
Ja, normalerweise kann man das umbenennen. Das nenne ich hier mal ein kleines. Kann ich hier nicht umbenennen. Warte mal, jetzt muss ich mal was gucken. Gehen wir mal zur Base. Das habe ich doch aber vor uns umbenennen können. Das ist blöd. Jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Oder geht das erst, wenn ich den Text vergebe? So, wir nennen das mal hier Schilder. Natürlich können die Schilder natürlich auch über die Konsole steuern hier, das ist klar. In dem Fall. Aber wir wollen es mal über, in dem Fall über die Schalter machen. Nochmal zu den Un um das Unschaltvideo mal genauer anzuschauen, und das ist Schild 1. So, im Normalfall könnt ihr ja nicht bauen, wenn die Schilder aktiv sind. So, jetzt gucke ich nochmal, vielleicht geht's jetzt. Es geht nicht mehr. Sonst könnte ich das umbenennen. Komisch. Hier wird es angezeigt. Na gut, kommen wir zum Thema. Ja, wir haben jetzt zwei Schalter, wie gesagt, und wollen das Ganze über oder Schaltlicht steuern, also entweder den Schalter bedienen oder den Schalter. Dann gehen wir auf P, Signallogik, fügen hier ein oder Signal hinzu. So, das Ausgangssignal nennen wir Schilder. So, jetzt haben wir unsere beiden Schalter. Hier machen wir, müssen natürlich ein Signal vergeben, das ist Schalter 1. Und das ist Schalter 2. So, okay. Jetzt haben wir natürlich hier unser Display. Jetzt müssen wir gucken, dann was welches ist. Das ist Schilder, das soll immer an sein. Und das Ding wollen wir schalten. So. Jetzt brauchen wir hier Schalter 1 oder Schalter 2. Hier nichts einstellen. Hier beim Schild dann unser Ausgangssignal Schilder in dem Falle. Und hier, das muss ich nochmal umschalten, Schild ein, das ist der richtige, soll natürlich auch Schilder heißen. So, jetzt müsste unser Schild aus sein. Ja. Muss ich nochmal die Base rücksetzen. Weil das funktioniert nur wenn ihr das erstmal, was geht denn das jetzt noch? Warte mal. Das ist der richtige Schaltkreis. Genau. Und das ist Schild ein. Da hat das, ich hab das vergessen, ich blöd, Mann. Dann kann es nicht gehen. Ja, das ist genau, jetzt das Display aus, der rum muss es sein. Wenn ich jetzt den Schalter drücke, sagt er mir, dass das Schild eingeschaltet ist, und das Schild ist eingeschaltet. So. Jetzt kann ich natürlich in einen anderen Raum gehen, den zweiten Schalter bedienen. Sagt er mir wieder, dass das Schild eingeschaltet ist. Ich kann jetzt auch den bedienen, das ist wurscht. In dem Fall ist beides an. Das ist aber, wie gesagt, keine Wechselschaltung. Normalerweise müsste da dann zurückgesetzt werden. Aber das sind solche einfachen Schaltungen, die man da mal mit diesen Schaltlidern bauen kann. Ja, wir schauen uns in der nächsten Folge uns dann nochmal das Und-Schaltlied an. Da erkläre ich auch noch was dazu. Es gibt natürlich noch kompliziertere Schaltungen, wie man sieht hier. Die Nicht-Und, das sind umgekehrte Schaltlieder, Inverter zurücksetzen, Verzögerungslieder. Da gehe ich mal nicht drauf ein, das solltet ihr auch selber mal was rausfinden. Ja, da könnt ihr euch mal über digitale Schaltungstechnik belesen. Gibt es hier bei Wikipedia und Co. relativ einfache Erklärungen dafür. Die für die Leute, die erst Geräte Elektronik stammen und aus der Elektrotechnik. Da ist schon ein fortgeschrittener hier. Das ist eigentlich Wahnsinn, was die im Spiel hier einprogrammiert haben.
Ja, liebe Leute, das soll es aber mit der Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.